Herr Präsident, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, mit dem vorliegenden Haushalt ist der schwarz-gelben Landesregierung tatsächlich ein Kunststück gelungen. In einem Haushaltsjahr, Frau Ministerin, in dem sich eigentlich kein Kabinettsmitglied vor dem Füllhorn des Finanzministers retten konnte, sinkt der Wissenschaftsetat. Das mag dieses Jahr auch den Veränderungen der Bundesmittel beim Hochschulpakt geschuldet sein, aber es ist auch eine politische Linie, die sich durchzieht. In der Aussprache zur kleinen Regierungserklärung hat die Ministerin bereits gesagt, in dieser Legislaturperiode gibt es zwei Punkte, an denen die Mittel erhöht werden. Das eine ist das Medizinerprogramm, ich komme später noch dazu, und das sind die Ausländerstudiengebühren. Selbst die Baumaßnahmen. Ich komme aus Bielefeld, das ist eine der größten Hochschulbauprojekte in Europa. Selbst die Bauprojekte sollen unter Haushaltsvorbehalt stehen. Und so wird das nichts mit weltbester Bildung. Und es sieht auch nicht so aus, liebe Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Gelb, als ob Sie das ernsthaft ändern wollten. Beim Finanzminister kam heute Morgen Wissenschaft nicht vor, kamen Hochschulen nicht vor. Liebe Kolleginnen und Kollegen, einen erheblichen Mittelaufwuchs gibt es über alle Häuser, auch hier im MKW, im Bereich Personal, Ministerbüro und Gutachterkosten. Kollegin Düker hat heute Morgen schon darauf hingewiesen, was wohl zu schwarz-gelben Oppositionszeiten passiert wäre, was Sie für ein Empörungsfeuerwerk abgebrannt hätten, wenn das bei uns passiert wäre. Ich frage Sie, Frau Ministerin, wofür brauchen Sie 420.000 Euro zusätzlich für Gutachten? Könnte das vielleicht zu tun haben mit allerlei halbgaren Vorhaben, die die Landesregierung plant, insbesondere mit Blick auf das Hochschulgesetz? Wir haben vor wenigen Wochen ein Urteil aus Baden-Württemberg zur Anwesenheitspflicht gesehen. Und dieses Urteil stützt unsere Argumentation, die wir hier in den letzten Monaten immer vertreten haben. Was man studiert, wie man ein Fach studiert, wie man sich akademische Qualifikation erwirbt, das unterfällt der grundgesetzlich geschützten Studierfreiheit. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Körner? Von Herrn Körner, ja, gerne. Bitte schön, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Kollege. Ich würde gerne Sie fragen, ob es Ihnen bekannt ist, dass der Anstieg bei den Sachverständigen vor allem auf die geplante Begutachtung der gesamten Hochschulmedizin Nordrhein-Westfalens durch den Wissenschaftsrat zurückgeht und das ganz klar auch schon so begründet worden ist im Ausschuss. Wir haben das als eine mögliche Antwort natürlich auch im Ausschuss schon zur Kenntnis genommen. Wir sind da ja nicht wir nehmen durchaus zur Kenntnis, was im Ausschuss passiert, ja, aber alleine, wenn man sich anguckt, es sind diese 420.000 Euro absolut, wenn man sich das auch prozentual anschaut. Ich erinnere da nur, lieber Kollege Körner, Sie haben da so ein bisschen die Gnade der späten Geburt, dass Sie später hier zu uns ins Haus gekommen sind. Es war Schwarz-Gelb eigentlich egal, ob Gutachterkosten begründet waren. Es war egal, ob wir mit guten Gründen externen Sachverstand ins Haus geholt haben. Es war immer die Ansage, da müssen Sie jetzt kürzen, das müssen Sie rausnehmen, das müssen Sie aus den Häusern erwirtschaften. Und lieber Kollege, das ist mein Punkt. Sie machen genau das, was Sie uns immer vorgeworfen haben. Sie persönlich nicht, Sie sind später erst dazugekommen, aber Ihre Kolleginnen und Kollegen, fragen Sie mal Herrn Dr. Berger, fragen Sie mal in Ihrer Fraktion den Kollegen Witzel, was da eigentlich in den letzten Jahren immer los war. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach diesem kurzen Exkurs möchte ich gerne fortfahren mit meinen Punkten. Sie wollen ja gerne Freiheit. Wir haben es gerade wieder von Herrn Kollegen Dr. Berger gehört, Freiheit an den Hochschulen, Freiheit für alle, Freiheit für Rüstungsforschung, Freiheit für weniger Mitbestimmung, Freiheit für Rektorate, Freiheit für Hochschulräte. Wo ist die Freiheit für Studierenden? Das war gerade mein Punkt. Wo ist die Freiheit für die Studierenden? Die kommt bei Ihnen nicht vor auf Ihrer Agenda. Und dass Sie Ihren Unwillen, in die Hochschulen zu investieren, jetzt mit Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländerinnen und Ausländer zu kaschieren versuchen, das setzt diesem faulen politischen Kompromiss, den Sie da getroffen haben, eigentlich noch die Krone auf. Studiengebühren, Frau Ministerin, weil bald Weihnachten ist, sage ich jetzt einmal Studienbeiträge für Sie. Egal, wie man sie nennt, sie sind ungerecht. Und es ist egal, zu welchem Zeitpunkt und es ist egal, für wen. Studiengebühren sind ungerecht, meine Damen und Herren, und sie werden im kommenden Jahr mit entschiedenem Widerstand von uns Grünen rechnen müssen. Und Sie haben bei diesen Studiengebühren, und das wissen Sie auch,
keine gesellschaftlichen Mehrheiten hinter sich. Die Hochschulleitungen sind dagegen, haben wir genug Statements. Die Senate von renommierten Universitäten sind dagegen, Studierendenvertreter natürlich sind dagegen, die Verbände sind dagegen und die Praxis gibt auch all denen, die gegen die Ausländermaut auf dem Campus sind, recht. Die Einschreibungen in Baden-Württemberg sind in diesem Bereich deutlich gesunken. Sie schaffen mit Studiengebühren und Anwesenheitslisten zwei Bürokratiemonster, wie man sie krasser kaum schaffen könnte. Und schon allein deshalb wollen wir Ihrem Haushalt nicht zustimmen, wollen wir Ihre politische Linie nicht mittragen. Kommen wir zu Ihrer zweiten Baustelle, zur Medizinerausbildung. Das Ziel eint uns da natürlich. Auch wir wollen den Mangel an allgemeinmedizinischer Versorgung in den ländlichen Räumen bekämpfen. Ich komme aus Ostwestfalen, da ist das ein riesengroßes Thema, da ist es ein Zukunftsthema auch tatsächlich für viele Dörfer, für viele kleine Städte. Über die unterschiedlichen Modelle auf diesem Weg gab es in den letzten Jahren immer wieder Auseinandersetzungen. Aber weil wir uns in diesem Ziel einig sind, haben Sie unsere Unterstützung für den Aufbau einer medizinischen Fakultät OWL, aber, und ich bin mir nicht sicher, ob wir da noch beieinander sind, wir wollen, dass dieses Projekt tatsächlich dann auch gelingt. Ich habe großes Vertrauen, dass die Universität Bielefeld ihrer Rolle in diesem Prozess gerecht wird, dass sie gemeinsam mit regionalen Partnern ihren Beitrag zu diesem Gelingen leisten wird. Aber das klappt eben nicht einfach so. Und darum darf die Landesregierung da die Hände nicht wie bisher in den Schoß legen. Wer erfolgreiche Medizinerausbildung in OWL will, der muss sie auskömmlich finanzieren. Die 4,5 Millionen, die Sie jetzt eingestellt haben, die reichen vielleicht für 2018. Aber dann müssen Sie auch nicht nur die Lippen spitzen, sondern dann müssen Sie auch tatsächlich pfeifen. Sie haben ja nicht mal eine Verpflichtungsermächtigung ausgebracht für die nächsten Jahre. Frau Ministerin, Sie haben es zwar im Ausschuss angekündigt, dass es dann irgendwann auf 45 Millionen mal aufwachsen soll, aber von alleine dieser Ankündigung kann man sich bei uns in der Region ja noch nichts kaufen. Konzeptionell müssen Sie liefern, Sie müssen das Projekt auskömmlich finanzieren und Sie müssen auch erklären, wie das Projekt tatsächlich für die ganze Region funktionieren soll. Und Sie müssen sich vor allem erklären, wie die vorhandenen Strukturen, die sich großer Beliebtheit bei uns in der Region erfreuen, denn in das neue Projekt eingebracht werden sollen. Denn diese Strukturen sollten Sie nicht kaputt machen. Die sind erfolgreich, die sind bestens nachgefragt. Wenn Sie das nicht integrieren, verlieren wir wertvolle Zeit. Letzter größerer Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Berger, Fortschritt NRW. Sie haben es gerade schon angesprochen. Ja, Sie haben das immer als ideologisch bekämpft. Sie wollten das immer kaputt machen. Aber es wird wohl Ihr ewiges Rätsel bleiben, warum Forschungskollegs ideologisch sind, die sich Themen widmen wie, ich habe jetzt mal drei Titel rausgesucht, Gestaltung von flexiblen Arbeitswelten, menschenzentrierte Nutzung von Cyber-Physical Systems in Industrie 4.0 von den Universitäten Paderborn und Bielefeld, Energieeffizienz im Quartier, clever versorgen, umbauen, aktivieren, Universitäten Dortmund, Duisburg, Essen und Bochum mit dem Wuppertal-Institut und der Wirtschaftsförderung Metropole Ruhr GmbH. Dritter Punkt, Sex Human, schöne neue Welt, Sicherheit für Menschen im Cyberspace von den Universitäten Bochum und Dortmund und weiteren Partnern. Diese Themen, das ist doch nicht Ideologie, das sind doch die Themen unserer Zeit. Wir wollen Fortschritt NRW deshalb in seiner bisherigen Form erhalten, denn das ist ein gutes Programm. Und zum Abschluss, meine Damen und Herren, ich habe jetzt bewusst an dieser Stelle darauf verzichtet, dem Kollegen Dr. Berger seine Ankündigungen aus den letzten 7 Jahren vorzuhalten. Das haben wir ja im Ausschuss schon gemacht. Da haben Sie das, Herr Kollege, mit hochrotem Kopf und verlegenem Lächeln zur Kenntnis genommen und ertragen. Aber jeder, der Ihre Reden aus den letzten 7 Jahren nachliest, weiß, nichts von alledem wird umgesetzt von dieser Landesregierung. Stattdessen weniger Freiheit für Studierende, mehr Bürokratie für die Hochschulen, keine Zukunft mit Schwarz-Gelb. Wir lehnen Ihren Haushalt ab.